Wir sind bei den Markierten, aber diesmal in Regenstauf. Regenstauf? Regenstauf? Regenstauf. Warum heißt das Regenstauf? Was bedeutet das? Irgendeine Staustufe? Weiß man nicht. Weißt du, warum es Regenstauf heißt? So, in Regenstauf ist der Amerikaner. Du kommst aus Leipzig, hast du gesagt. Ja. Und du bist nicht gewohnt, dass hier so riesige SUVs durch die Gegend fahren. Mm-mm. Panzer. Was Panzer. Kannst du? Was kannst du? Trabis und Ladas? Genau. Ja. Wirklich jetzt? Ohne Scheiß? Bist du schon so alt? Na, 30, aber 30. Noch. Du kennst das noch. Ja. Du lässt dir hier Expecto Patronum auftätowieren. Ja. Und eigentlich auch noch einen Raben dazu, weil der Rabe dich vor Unglück warnt. Wie kommt das? Ja, meine Uroma kommt aus so einem Zigeunervolk. Hat sie selber gesagt. Hat sie selber gesagt. Die Worte ihrer Oma, Zigeuner, hat die Oma selber gesagt. Genau. Ja, und das waren ihre Lieblingstiere. Und seitdem sie nicht mehr auf dieser Welt ist, werde ich von irgendwelchen Raben besucht, wenn irgendwas ist. Also zum Beispiel, wenn du eine Stunde später halbtot umfällst. Hast du den Raben auch wahrgenommen? Ja. Wirklich? Ja, ich war im Zimmer, ich hab's gesehen. Ist ja abgefahren. Was hat der denn da gemacht, der Rabe? Rumgekeckert, oder? Das Fenster war offen zum Lüften und der ist einfach auf das Fensterbrett hat er sich gestellt und hat Theater geschlagen. Ist ja der absolute Wahnsinn. Kurz darauf musstest du ins Krankenhaus, weil du eine sehr, sehr schwere Erkrankung auf einmal gehabt hast. Was haben die Raben dir noch geholfen, vorherzusehen? Als mein Opa gestorben ist, wollten wir eigentlich nach Haus fahren, weil nicht abzusehen war, dass es ihm so schlecht geht. Und dann saß früh ein Rabe auf dem Fensterbrett und dann habe ich gesagt, wir sollten nicht fahren. Wir sollten ins Krankenhaus gucken, weil eigentlich war nur zu einer Routine-OP. Ja, und dann war es ganz gut, weil 3 Stunden später ist er gestorben. Verrückt, ne? Ja. Glaubst du das? Oder denkst du, dass deine Gattin, weil sie irgendwie so einen kulturellen Hintergrund für Aberglauben hat, sich das einbildet? Ja, zu sagen. Aber die Zufälle sind schon interessant. Es sind interessante Zufälle. Er äußert sich ganz vorsichtig. Ja. Will sich da nicht. Ich darf ja nicht sagen, dass ich irre bin. du glaubst, dass er da nicht richtig dran glaubt? Ja. Ja. Ich glaube, er findet mich nur gruselig. Ach so. Findest du das gruselig, Häschen? Nein. Du kannst damit leben, dass die Tiere irgendwelche Vorurteile. Ich bin Agnostiker. Ich halte vieles für möglich. Was bedeutet Agnostik? Das wissen manche nicht. Dass ich sage, wir sind als Menschen zu klein, um die Welt komplett zu verstehen. Und es gibt vieles, was wir nicht verstehen. Und somit ist es manchmal egal, ob es nun zum Beispiel Gott gibt oder nicht Gott gibt, das werden wir schon irgendwann erfahren oder nicht erfahren. Es ist halt so. Entspannte Einstellung. Was denkst du zu dieser ganzen Rabengeschichte? Hältst du das für möglich? Das ist ein Omen aus der Zwischenwelt. Ja, glaubst du das? Ja, irgendwie schon. Glaubst ja. Das auch. Also mich hat noch kein Raube besucht. Das muss schon irgendwo der Draht da sein bei ihr. Hast du ein anderes Tier, was oder ein anderes oder Wasser oder Wind, das was dich irgendwie beeinflusst? Das Meer. Das Meer? Ja. Was ich liebe das Meer. Was macht das mit dir? Das berührt mich sehr. Aber welche Art berühren? Ja, die Weite, die Möglichkeiten, die Schicksale. Also das ist unheimlich viel, es bedeutet unheimlich viel Leben. Also ist sehr intensiv. Kriegst du jetzt auch ein Tattoo mit Wasser oder mit Meer oder was für ein Tattoo? Ich lasse mich überraschen. Du lässt dich überraschen? Ja. Hast du das gehört, Hessel? Ja. Sie lässt sich überraschen. Aber du hast ja Ines auch noch gar nicht gesagt, was du möchtest. Nee, ich weiß es noch nicht. Wow. Aber warum willst du es dann ausgerechnet von der Ines und von mir haben, wenn es eine Überraschung ist? Ich bewundere einfach, was ihr macht, was ihr tut. Das ist, das inspiriert mich auch. Dann werde ich dir künftig erscheinen, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Stehe ich auf deinem Balkon und mache Geräusche, ey. Das könnte passieren. So, das sind unsere Markierten aus Regenstauf. Was denkst du, was sie kriegen wird, Häschen? Ach, das weiß ich noch nicht. Wir können das mal ganz in Ruhe diskutieren. Manchmal kommt was Lustiges da raus, wie eben der Eisvogel. Der Eisvogel war auch spontan, da wusste sie auch nicht. Schaut nach im Video. Vogelauffangstation Regenstauf. Was glaubst du, was es werden wird, wassertechnisch bei dir? Hast du einen Vorschlag? Keine Ahnung. Eine Toilette? Nee, bitte nicht. Keine Toilette. Auch kein Wasserhahn oder sowas. Das wäre zu profan, ne? Wasserhahn würde schon gehen. Na ja. Schreibt hier drunter, was ihr glaubt, was es geworden ist. Achso, tschüss. Ihr müsst tschüss sagen noch. Tschüss. Wir sind in Regenstaub. Regenstaub. Und ihr seid von wo gekommen? Aus Wien. Ihr seid extra aus Wien gekommen. Ja. Warum? Weil wir das zum 30. Geburtstag geschenkt haben. Ja. Und weil sie dich liebt. Und im Rabenhof-Theater in Wien gab es keine Karten. Nein, gab es keine Karten mehr. Nein. Findet ihr das ein gutes Geburtstagsthema? Hitlers Schädel und Zähne? Also ist super, ist super laut, ja. Gut, es verbindet ja auch Österreich und Deutschland auf eine gruselige Art, so gesehen. Von den Unifrenzen.
Seid ihr Fans von Kriminalbiologie? Oder was? Ja, die Julia. Ja, ich kenne alle Fan. Folgen, ja. Von Mental Detectives? Genau. Warum? Arbeitest du Schichtarbeit? Bist du Krankenschwester oder sowas? Nein. Ich bleibe nur lange auf. Ach so, warum? Extra wegen dir, ja. Ah, sweet. Also dann herzlich willkommen in Deutschland. Danke. Und viel Spaß mit den Piefkes noch hier. Ne? Ja, danke schön. Baba. Ne? Sag, weißt du, was Baba? Sag mal Baba. Ja, Baba. 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 Ciao. So, jetzt bist du neue Eisvogelträgerin hier. Ja, bin ich. Zeig das nochmal gerade. Wie fühlst du dich mit diesem Eisvogel? Kühl. So, und aus Naturschutzgründen wollen wir das jetzt mal. Kannst du das befürworten, dass Menschen sich Vögel tätowieren oder ist das? Jeder Vogel mehr ist ein Gewinn. Ist ein Gewinn. Auch tätowierte Vögel. Ne? Natürlich, selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank. So, ihr Lieben, jetzt kommt ja die 7. Auflage meiner Biografie. Und scheinbar gehen die Bücher alle. Die Yvonne hat ein schönes Erlebnis gehabt. Ja, ich habe beim Großhandel bestellt. Das waren 2 Paletten voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gefühlte 600 Bücher, nee mehr, weil es waren ja schon 500 Biografien für die nächsten Tage wieder. 140 Mordspuren und bei den Mordspuren ist mir das passiert. Lag dieses schöne Buch dabei. Hast du da mal reingeguckt? Nein, das heißt, keine Zeit. Glück ist, wenn man trotzdem liebt. Hast du mal reingeguckt? Nein. Würdest du gerne reingucken? Na, ich hab's ja noch da liegen. Ich muss es ja wieder zurückschicken. Statt der Mordspuren wurde mir dieses Buch. Ich glaube, dass der Verlag will der Yvonne sagen, liest doch nicht immer nur alles über Mord und Totschlag, sondern auch mal was über Liebe, Blümchen und die Frieden. Die Bearbeiterin hat auch herzlich gelacht. Die sagte, nein, das gibt es ja gar nicht, dass Ihnen dieses Buch für die Mordspuren geliefert wurde. Gibt's aber doch. Also, liebt mehr und riecht mehr an Blumen. Vielen herzlichen Dank. Aber tschüss. Aber kauft trotzdem die Mordspuren. Ja, sehr richtig. Guten Tag, wir sind hier in der Orangerie. Eine Orangerie, das war ein Gebäude, wo man früher die Zitruspflanzen reingetan hat im Winter, weil die total exotisch waren und das geile Scheiße war. Wusstest du gar nicht? Nein, wusste ich nicht, aber jetzt bin ich schon ein bisschen klüger. Kommst du von hier? Nein, ich komme aus Kassel. Ach so, ja. Habt ihr da eine Orangerie? Ja, wir haben auch eine Orangerie. Ihr habt auch eine Orangerie. Also, ja. Habt ihr eine Städtefeindschaft hier zu der Stadt, in der wir gerade sind? Ist nicht begonnen. Nee, nein, Fulda. Keine Städtefeindschaft. Seid ihr aus Fulda? Und du hast gesagt, du möchtest eine Lupe auftätowiert haben. Why? Why? Ja, weil du der Sherlock Holmes bist für mich. Der moderne Sherlock Holmes. Das hast du aber schön gesagt. Rat mal, wie viele Lupen ich dabei habe, immer. Viele? Viele. Zum Beispiel, ohne Scheiß. Also ohne Scheiß. Hier ist er. Ja, dann kannst du dir auf jeden Fall super zeichnen. Aha. Kann ich noch hin? Dann haben wir noch, es geht ja, es war noch lange nicht alles. Dann ist. Du siehst gar nichts. Ach doch. Jetzt doch. Dann habe ich hier noch eine. Die ist in meiner Geheimtasche. Die findest du niedlich. Da kannst du da mal durchgucken. Das ist eine niedliche Lupe. Und dann habe ich. Jetzt dran. Dann habe ich noch eine. Das ist die hier. Das ist allerdings eine 20-fach-Lupe. Das ist gefährlich. Das war immer noch nicht alles. Ich weiß, ihr seid gefesselt. Total. Ihr seid gefesselt. Fix und alles. Hier ist die nächste. Die ist hier in diesem Kaveco-Blechdosen-Ding. Kannst du das mal aufmachen? Du hast aber einen schönen Nagellack. Ich habe schönen Nagellack. Das ist Glitzernagellack. Und wer hat den drauf gemacht? Die Fußball-Schiedsrichterin, die Junggesellinnenabschied hatte in Regensburg vor einigen Tagen. Aha. Und hier ist die nächste Lupe. Voll geil, oder? Toll. Welche von denen möchtest du gerne haben? Ich glaube, ich will eine kleine. Du willst eine kleine Lupe? Eine kleine. Gut, ihr haltet das mal kurz. Achso, ja. Du weißt gar nicht, wie Tattoos funktionieren. Du willst dir das heute mal angucken? Genau. Eigentlich möchte sie gerne selber. Du möchtest selber? Nein, ich möchte nicht selber. Du möchtest nicht selber? Nein. Na, das könnt ihr zwei ja dann mal noch diskutieren. Ne? Und du hast auch was total Verrücktes. Du hast hier 2 so Blüten, die verdächtig wie Hopfen aussehen. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich... Nein, sag nichts. Es heißt, sei wie Hopfen, klettere die Stange hinauf. Ja. So. Genau das habe ich mir dabei gedacht. Was hat sie sich in Wirklichkeit dabei gedacht? Das könnte was mit Bier zu tun haben. Ja, was für eine Biersorte trinkt ihr am liebsten? Das ist egal eigentlich. Dazu kann wirklich? Ich, dazu also, kann ich dir was also Pils sagen. Und Helles schon. Kölsch? Sie trinken nicht jede Biersorte. Dazu kann man das vielleicht Astra. Aber es schmeckt Astra nicht immer total so wie, als ob das gerade ja aus dem Gulli. Das halte ich für ein Gerücht. Ist nicht so. Nein. Also manche Leute sagen auch, das Hochstift, was hier aus Fulda kommt, schmeckt wie aus dem Gulli, aber das kann ich nicht bestätigen. Das kannst du auch nicht bestätigen. Nee. Also, aber wenn ihr die Wahl habt jetzt, obergärig, untergärig, Weizen, Pilz, belgisches Bier, ein schönes Krieg mit Kirschgeschmack. Ja, so Spirenzchen eher nicht. Keine Spirenzchen. Also, so klassisch. Gerades Bier. Ja. Freibier. 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 Was für Bier trinkt ihr am liebsten? Gar nichts. Gar kein Bier? Was? Nee.
unterwegs? Nicht unbedingt. Ah ja, schon ab und zu mal, aber ein Radler mal. Ja. Ein Radler. Ja. Also hier sind ein Diesel. Oh, was, oh, was ist? Lieber, nein, nein, kein Diesel. Nein. Was trinkt ihr heute zum Sprudelwasser? Wasser natürlich. Ein schönes Sprudelwasser. Ja, ich auch. Ein schönes Sprudelwasser. Siehst du? Ines, was ist deine Meinung zum Thema Bier? Du hast da ja auch eine Ich habe da eher eine negative Meinung, weil ich kein Bier trinke. Man kann sagen, eine sehr negative Meinung. Nein, nur eine negative. Nur negativ. Also ich mag den Geschmack nicht. Sag mal, das Herzchen, das sieht mir irgendwie ein bisschen krumm aus, Herzchen. Was ist da passiert? Das hast du so krumm gezeichnet. Ich zeichne es genau so nach, wie du das... Also ich tätowiere es genau so nach. Postet hier drunter, ob ihr das glaubt. Oder ob die Ines einfach ausgerutscht ist. Unsere Tätowierten aus der Orangerie in Fulda. Viel Spaß. Achso, komm jetzt noch tschö. Wink mal so tschö. 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 Einen Tag später sind wir im Theaterhaus in Stuttgart. Sturgert. Sind hier Schwaben im Raum? Ja, du darfst ja nicht ins Bild. Karlsruhe. Du bist Karlsruhe. Wie ist dein Verhältnis zu Schwaben als Karlsruherin? Gut. Gut? Ja. Ist das Baden oder Schwaben? Baden. Was ist der Hauptunterschied zwischen Baden und Schwaben? Wir sind nicht so geizig. Aha. Und was ist der Nachteil an Badener und Badnerinnen? Gibt's keine Nachteile. Gibt keine Nachteile, nur die Schwaben sind geizig. Seid ihr aus der Region hier? Nein, ich bin aus Essen. Du bist aus Essen? Ja. Weißt du irgendwas über Badener und Schwaben? Meine Freundin ist, Badener. Ja. Aus Stuttgart. Was hast du ihm als erstes erklärt, was die wichtigsten Grundregeln in Stuttgart sind? Dass die meisten geizig sind. Ist wirklich so. Aber ich nicht. Du nicht? Nein, sie überhaupt nicht. Kannst du das bestätigen? Ja. Kann ich bestätigen. Woran fällt dir das am meisten auf? Sehr geil. Sagen wir mal so, sie bezahlt fast alles oder überrascht mich. Ja, aber dann, Moment mal, dann bist du ja geizig, oder nicht? Nee, auch nicht, aber auch ich darf nicht. Ja nicht. Ach, du darfst nicht? Nein, ich darf nicht. Das ist aber ein merkwürdiges Verständnis von Geiz. Würdest du sagen, leuchtet dir das ein, Häschen? Was dass denn? Wenn sie alles zahlt, dass sie dann, dass das dann einer von denen geizig ist? Nein. Nein, da muss man nicht, also, muss man nicht geizig sein. Also, wenn jemand nicht bezahlen möchte, dann ist er geizig, aber möchtest sich du? Einfach nur irgendwas ja. bezahlen. Du möchtest. Also, dann bist du großzügig. Ja. Also, kurz gesagt, wir haben hier vor uns eine großzügige Schwäbe. Wo bist du aufgewachsen? In Stuttgart, aber nicht direkt, sondern in Waiblingen. Aber in Ingen wenigstens. Es gibt ja sehr viele Ingens. Es gibt zum Beispiel Reutlingen, Waiblingen. Was für Ingens gibt's noch? Nürtingen? Wendlingen. Wendlingen. Fahrt mal mit dem Zug, mit der Regionalbahn. Ich wär für Ingingen. Ingingen. Fahrt mal mit der Regionalbahn aus Stuttgart raus, dann heißt alles Ingen. Weißt du, warum es Ingen heißt? Häschen, du interessierst dich auch immer für solche Sachen. Ja, es hatte uns mal jemand erklärt, dass das irgendwas mit, dass das die Höfe sind oder sowas in der Art, die demjenigen gehören. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Ja. Wenn ihr es wisst, postet es hier drunter oder googelt es. Weißt du, warum es immer Ingen heißt? Nee. Wie heißen denn berühmte oder bekannte Städte in Baden? Karlsruhe? Ja. Das ist Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof. Warum hast du dir heute mein Autogramm tätowieren lassen? Ach so, weil es mir gefällt. Nee, aber was bedeutet das für dich sozusagen? Also was davon nur aus Scheiß oder was in deinem Leben passiert, was dich bewegt hat? Irgendwas mit Tod? Einfach nur so. Das sind die Badener, die trinken ihr Weinchen und machen einfach nur aus Spaß irgendwelche Sachen, während hier bestimmt jetzt was Tiefschürfendes kommt. Warum möchtest du eine Markierung haben? Warum? Ja, was bedeutet das für dich? Wir sind jetzt erstmal eingenommen von der Platzierung. Wie rum? Das ist immer schwierig. Also hier sind dicke Bretter zu bohren. Ihr seht das schon, die wollen alle nicht richtig raus. Ich möchte zurückkommen. Achso, ihr wisst doch gar nicht das Motiv. Doch, wir wissen das Motiv. Aber jetzt müssen wir uns erstmal drauf konzentrieren. Eine Eule. Aber jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, wie rum die Eule sein soll. Wenn ich Eulen lieb. Einfach so. Warum liebst du die? Weil es schöne Tiere sind. Tschö aus Schwabe. Die so wortkargen Markierten haben natürlich doch dunkle Geheimnisse. Nämlich unter anderem das Blutengel-Tattoo am Finger. Wo ist denn da eins? Da. Warum habt ihr ein Blutengel-Tattoo am Finger? Das ist unser Ring. Euer Ehering, ne? Unser Ehering. Sozusagen, oder ja. Wie soll man sagen? Liebesring. Nein, Liebesring. Ja. Weiß der Chris das schon? Nein, weiß er nicht. Das ist geil. Mm-mm. Wollt ihr es ihm noch sagen oder lieber nicht? Ich weiß nicht, wie er reagiert. Ja, der findet das bestimmt cool, ey. Sehr gut. Und du hast ja auch schon eine Markierung. Ja. Und wann hast du die bekommen? Februar war das in Gladbeck. In Gladbeck? Ja. Im Pott? Und ja. Jetzt bist du jetzt hier hingezogen? Bist du jetzt in Nein, also wir kommen extra aus Essen hier hin. Ach, du bist umgekehrt von Schwaben nach Pott gezogen? Ja, sie ist nach Essen gezogen, genau. Ja. Wie kommst du mit der Mentalität der Leute da klar? Die sind ja immer so joval und schwätzen immer. Und viel besser. Wirklich? Mhm. Gefällt dir das gut? Ja. Machst du dann auch mit, wenn du so direkt angelabert wirst, so mitten ins Gesicht rein oder so? Ja, ja doch. Ja? Sehr, sehr gut. Also Völkerverständigung, du kriegst eine Eule, das haben wir ja vorhin schon gehört.
Aber jetzt sehen wir sie auch. Die Kunstwerke von Marc sind das? Ja, den Schnabel hast du aber geändert, muss man ehrlich sagen. Was hat dir an meinem Schnabel nicht so gefallen? Der hat dir selber nicht gefallen. Das hast du gesagt, dass dir den nicht gefällt. Was hat dir nicht daran gefallen, dass er mir nicht gefallen hat, dass er dir nicht gefallen hat? Der war einfach zu lang und dann habe ich gesagt, er soll einfach nur ein kleines Dreieck machen. Das wollte er aber nicht mehr. Das wollte ich dann. Das überlasse ich der Ines, weil die es besser kann. Ja, es ist ganz schlimm. Nicht mal ein kleines Dreieck möchte er mehr zeichnen. Nein, das möchte ich nicht. Das ist zu viel für den feinen Herrn. Das ist für den feinen Herrn zu viel. Tschö. Ihr Lieben, wir sind mal wieder mit unseren beliebten, mit der kölschen Schwäbin, die ihr schon so viel geliked habt. In den letzten 2 Jahren sind wir wieder hier. Kann man Grüß Gottle sagen oder gibt's das überhaupt? Grüß Gottle. Ja. Gibt's das? Das gibt's schon, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben, dass du eine echte, dass du ein kölsches Mädchen bist. Das kannst du ja vielleicht mal erzählen. Also du sagst ja selber, du sprichst Schwäbisch, aber ja, du bist du, in ja. Köln. Bist ich in bin Köln in Köln geboren, ja, genau. Und wie kommt's? Mein Vater ist ein Kölner und meine Mama, die ist von Langenarge vom Bodensee. Die haben sich Die haben sich kennengelernt, weil mein Vater in Langenargen stationiert war als Soldat. Genau. Fandst du das faszinierend als Mädchen, dass dein Vater Soldat war? Nö. Nö. Nein, das durfte, hat mir jetzt nicht beeindruckt. Durftest du mal mit oder so, dir was angucken? Irgendwas? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ah, okay, das hat, ja, wenn man nichts angucken darf. Das war langweilig. Ja, das ist dann langweilig natürlich. Woran erinnerst du dich an Köln? Also was verbindest du mit Köln? Köln war mir früher als Teenies ganz gern. Meine Freundin wohnt noch in Köln. Hallo Alex. Hallo ja, Alex. Und genau. Und ja, wir waren viel einkaufen, viel in die Diskos unterwegs. Welche Disco ist dir in Erinnerung geblieben? Oh, das weiß ich nicht mehr. Weißt du noch, wie die Disco hieß? Nö. Nicht. Wir haben aber noch Bilder, wo sie in der Ecke liegt und so. Und jetzt lässt du dir das Ulmer Münster tätowieren. Genau, ja, das Ulmer Kölner Münster lasse ich mir tätowieren, genau. Es ist genau gesagt, in Ulm ist es ja nur ein Münsterle, ja. Eigentlich, ne, gegen den Kölner Dom. Oder wie ja. Siehst du das? Oder lässt du dich herausfordern und bist schon ganz lokalpatriotisch? Nein, der Kölner Dom ist natürlich einzigartig und da kommt leider Ulmer Ulm nicht so ganz. Ist der Ulmer nicht irgendwie sehr hoch oder doch, ich glaube, es ist noch höher irgendwie, ja, möglicherweise, ja. Aber es geht ja nicht. Man den Kölnern ja nicht. Nein, es geht nicht nur um Länge, es geht auch um Umfang. Mhm. Nicht wahr? So sieht es nämlich aus. Und du machst hier den Kölner Dom. Genau. Was fühlst du dabei, den Kölner Dom hier zu stechen? Ach, das ist natürlich sehr, sehr schön als jemand, der in Köln wohnt. Irgendwelche Emotionen. Ines improvisiert was, sie hat keine Emotionen, aber sie tut so, als ob sie recht hätte. Ich improvisiere jetzt ein paar Emotionen. Ja, sag mal was, mach mal. Wie fühlt sich das an, den Kölner Dom zu tätowieren? Sehr schön, sehr schön. Welche Art schön? Das wird jetzt zu kompliziert. Das weiß ich nicht. Ja, das ist doch super. Du hast gesagt, du warst schon mal mit deinem Jüngsten hier. Genau, mit Marcel waren wir da letztes Jahr. Was hat er, wie hat er das verkraftet? Der fand das ganz toll und ist ganz enttäuscht, dass er dieses Mal nicht mit kann. Warum kann er nicht mit? Weil ich mal alleine mit einer Freundin bin. Du willst mal alleine mit einer Freundin? Ja, kinderfrei, dass mein Mann mal aufpasst. Was machen die beiden jetzt gerade zu Hause? Oder was vermutest du, was die beiden zu Hause machen? Also der eine spielt Nerf und die andere, die liegt im Bett und Teenie und liegt eigentlich bloß im Bett. Ach so. Hallo Laurin, Entschuldigung. Aber, nee, hey, es ist so. Das ist ja übrigens auch eine Sache, die Schwaben mit den Kölnern vereint. Der Kölner sagt, es ist, wie es ist. Ja. Und der Kölner, der Schwabe, ich kann es nicht ausdrücken, es ist halt so, es ist so oder so. Es ist halt so. Ist eigentlich genau dasselbe, wie es ist. Schiss ja, halt genau, so. Kannst du es auch nochmal richtig sagen? Ich bin ja kein gebürtiger Schwabe, von dem her. kann ich dir da jetzt auch nicht weiterhelfen. Aber wenn du es. Ja, aber dann, vielleicht kannst du es gerade deswegen besonders gut vermitteln. Also Schiss halt. Nein, nicht Schiss. Nee, ist halt so. Aha. Es ist halt so. Wenn ihr das sprechen könnt, dann. Ja, genau. Nicht es ist halt so, sondern es ist halt so. Es ist nicht ganz einfach mit den Verzischungen. Es kommt auch an, ob davor ein Konsonant oder ein Vokal und so weiter ist. Wo kommst du denn her? Ich bin gebürtige Wienerin. Und hast auch den örtlichen Dialekt hier angenommen? Auch ein bisschen, ja. Also ich bin auch mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen, da war ich 3 oder 4. Und was findest du besonders geil an Wien? Also zum Beispiel, was hältst du von dem ganzen Sissi-Kult? Findest du das lächerlich oder findest du das gut? Oder? Interessiert mich nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Einfach Wien, man sagt Wien nach, es sei eine leicht morbide Stadt. Es ist sehr gemütlich für eine Großstadt. Es ist eine sehr gemütliche Stadt. Hat auch viel Grün außenrum so. Einen großen Friedhof. Ja, Zentralfriedhof. Ja. Also ihr seht schon, die beiden sind in Wirklichkeit schon voll eingeschwäbelt hier. eingeschwäbelt. Und so soll es ja auch sein. Und jetzt gibt es den Kölner Dom. Kriegst du auch ein Tattoo? Oder was hättest du gerne gehabt, wenn du... Ich hätte gerne gehabt die Skyline
Von Wien, aber das ist ein bisschen zu komplex für heute Abend. Was wäre denn da drauf gewesen? Das Riesenrad natürlich, aber... Riesenrad, der Donauturm und der Stephansdom. Ja. Es gibt natürlich in Wien auch zahlreiche neue Bauwerke. Ne? Das ist wie in London, da fährst du, bist du mal 2 Jahre nicht da gewesen und auf einmal stehen da irgendwelche Glaspaläste. Wenn, dann müssen es schon die alten... Klassischen. Die Klassiker sein, ja. Sehr, sehr schön. So meinte ich. Sehr gut. Also dann, Wiedersehen. Ja. Guten Abend, wir sind in Freiburg im Breisgau und du hast was ganz Kleines, Zartes hier bekommen, einen zarten Schmetterling. Hallo. Warum? Hallo, wie heißt du? Ich bin die Sine. Und warum hast du was Zartes gewählt und nicht etwas Riesiges? Ich wollte was Süßes, Kleines. Ich habe einen Schmetterling. Das hat auch einen Hintergrund. Nämlich? Wir waren auf den Flitterwochen in Bali und unser Hotel hieß Kupu Kupu, was Schmetterling heißt. Und ich wollte neben meinem M ein Schmetterling haben. Und die Flitterwochen waren einfach so geil, verstehe ich das richtig? Also so schön meine ich jetzt. Also ich verstehe die Frage nicht natürlich. Achso, die mussten schön sein, oder was? Die waren wunderschön, ja. Stimmt das, was die Ines gesagt hat, dass du Soldat bist, Soldatin bist? Genau, das stimmt. Was machst du da? Ich bin seit 8 Jahren bei der Bundeswehr, habe bei den Gebirgspionieren in Ingolstadt gelernt. Dann war ich bei den Feldjägern in Schetten am Kalten Markt. Nach meiner Elternzeit habe ich dann zu den Abizisten gewechselt. ABC sowie atomare, biologische und chemische Waffen? Jawohl, richtig. Was muss ich wissen? Also wenn ich eine einzige Sache wissen muss, wenn ABC-Unfall passiert, was ist das Wichtigste? Ruhe bewahren wahrscheinlich? Ruhe bewahren, damit fängt es an. Ruhe bewahren und Eigenschutz vor allem. Ja? Ja. Wie kann ich mich da schützen? Bei Atomkraft legt man sich ja hinter einen Aktenkoffer, habe ich gelernt. Aber was macht man bei biologischen Waffen? dass man vor allem geschützt ist, nichts anfasst. Ich möchte jetzt auch keinen Spann erzählen, da ich erst seit 6 Monaten meine Nachrichten bin. Okay, im Gebirge. Ich bin im Gebirge und es wird Nacht und saukalt. Was soll ich tun? Mein Handy hat keinen Empfang. Sich warm halten. Wie denn? Was ist die Lieblingsmethode zum Warmhalten? Also ich gehe laufen. Geil. Also wenn ihr allein im Gebirge seid, geht einfach mal laufen nachts. Mal sehen, was dann passiert. Hier habt ihr es zuerst gehört. Sehr, sehr gut. Und ihr zwei, ihr guckt hier mit ganz großen Augen, was ist hier los? Ja, wir gucken zu, ich bin als nächstes dran. Warum bist du denn so aufgeregt? Du hast ja schon ein Tattoo. Ich warte auf diesen Termin jetzt schon ein Jahr. Das stimmt, ne? Genau. Und was hast du denn, was ist in dem Jahr passiert? Ich warte seit dem 4. Treffen auf diesen Termin. Sie wartet einfach. Und du beschützt sie und passt auf, dass nichts passiert bei dem Tattoo. Ja. Sehr gut. Ja. Warum gerade du? Wie kommt's? Bist du die beste Freundin? Quasi, und ich wohne hier zufällig. Ja, ich wohne nämlich nicht hier. Wo wohnst du? Ich wohne bei Stuttgart. Und wir sind hier? In Freiburg. Und wenn ich richtig verstehe, in Stuttgart sind die Schwaben und hier die Badener, ne? Ja, die Schwaben und die Gelbfieseler. Wem zählst du dich zu? Den Schwaben oder den Badenern? Ich bin Schwabin. Du bist Schwäbin? Ja. Was können die Badener von den Schwaben lernen vielleicht eventuell noch? Kehrwoche und Geiz. Kann man lernen, also das befürwortest du? Nee, aber... Was können die umgekehrt vielleicht die Schwaben von den Badenern lernen? Du bist ja Badenerin, was könnten die Schwaben von den Badenern? Ich bin keine Badenerin, ach so, ich bin dann Bayer Schwabe Badener. Ah so, verstehe. Wie in Ulm oder so, wo alles gemixt ist. Alles. Was würdest du gerne aus Baden mitnehmen nach Schwaben? Eine schöne Flasche Wein vielleicht. Was gibt's in Baden Gutes? Also, sie weiß nicht, sie war noch nie in Baden. Also die Schwaben, ja, ich weiß, das sind die Gelbfüßler. Ja, ja, das stimmt, das ist richtig. Aber gelbe Füße brauch ich nicht. Gelbe Füße brauchst du nicht. Nee, was kriegst du denn für ein Tattoo? Naja, ich habe mir überlegt, weil wir die Markierten alle so ein bisschen verrückt sind, habe ich mir eigentlich den Schriftzug überlegt, We're all mad here. Nice. Genau. Und dann halt dein typisches Requisit. Da machst du nichts mit falsch. Gell? Was sagst du dazu? Wie denkst du über die Sache? Läuft. Läuft. Achso, er könnte winken. Tschö. Tschö. Kannst auch noch winken. Tschö. Tschö.